Ein Lebenstraum in 24.000 Litern Salzwasser. In diesem Haus wird es nicht langweilig. Und ist es auch nie gewesen. Ich bin betrogen worden. Eine Kernsanierung mit Hindernissen. Finanziell war das ein Kraftakt. Dieses Haus war stark sanierungsbedürftig. Der Lebenstraum von Patrick und Lina in Langenfeld macht auf den ersten Blick einen wenig spektakulären Eindruck. Wir sind gespannt, was uns hier erwartet. Hallo, ich bin die Lina. Ja, herzlich willkommen, ich bin der Patrick. Das ist unser Sohn, der Valentin Memphis. Ja, dann kommt mal rein, bitte. Machen wir doch gerne. Deshalb sind wir ja hier. Ja, jetzt haben wir hier den Wohnbereich. Das sieht schon mal gut aus, aber jetzt kommt der Clou. Das Besondere an meinem Haus bist du und er oder was? Nein, auch. Und was noch? Ja, das Besondere an meinem Haus ist das Aquarium. Under the sea. Aquarium? Leicht untertrieben. Für eine 24.000 Liter fassende Unterwasserwelt. Und das ist längst nicht alles. Im ganzen Haus atmen sich farbenfrohe Kiementräger durch 5 unterschiedlich große Aquarien. So wie das jetzt hier ist mit den Aquarien, ist das für mich der absolute Lebenstraum. Ein Lebenstraum voller Weichkorallen in Pastelltönen. Ich habe ja den Faible, dass ich auch die Aquarien so gestaltet habe, dass sie immer verschiedene Regionen abbilden. Das ist für mich so fast das Wichtigste. Es beginnt im Indopazifik. Dann geht es über Australien und Hawaii bis nach Mexiko und schließlich in die Karibik. Das Aquarium, das soll ein Nachbau von Hawaii sein. Das ist so eine Brandungszone. Ich habe dieses Aquarium gebaut wegen diesen Fischen. Die schwarzen Fische mit den orangenen Flecken. Die nennt man Kirschfleckdoktor. Patrick liebt seine Kirschfleckdoktorfische. Aber deshalb gleich ein Private Sea Life bauen? Patrick ist sehr extrovertiert. Das heißt, er hat ein verrücktes Hobby. Aber ja gut, das muss man akzeptieren. Diese Leidenschaft, die fing ja an, als ich 7 war. Wir durften uns ja damals Tiere aussuchen, mein Bruder und ich. Von meiner Mutter aus. Und dann habe ich mir direkt Fische ausgesucht. Das war für mich sofort klar. Und ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang bei den Fischen geblieben. Zum Glück gibt es bei Lina und Patrick keine Platzprobleme. Ich wohne in Köln und der Patrick wohnt in Langenfeld. Das ist einfach der Grund, dass Patrick sehr viel Verantwortung hier hat. Er muss sich um seinen Zoo kümmern. Es ist so groß, darin kann man schwimmen. Ja, da kann man wirklich schwimmen. Also das hat 4,50 Meter Tiefe, 3,50 Meter lang und 1,40 Meter nach oben. Das ist speziell dickes Glas, ESG. 6-mal so hartes Glas wie einfaches Fensterglas. Und es ist einmalig in seiner Art. Was ein reines Glasbecken angeht, ist dies das größte Becken in Deutschland. Seinen Lebenstraum mögen manche für spleenig halten. Für Patrick ist es Konsequenz. Seine Fische sollen Platz haben. Es gibt Aquarien, die größer sind. Die sind dann aus Acryl zum Beispiel. Die müssen als Ganzes geliefert werden. Oder auch Aquarien im Süßwasserbereich, soviel ich weiß. Die haben dann eine Frontscheibe aus Glas und der Rest ist gemauert. In Patricks Hawaii-Aquarium können sich die Fische aus dem Weg schwimmen. Gerade Doktorfische liegen gerne im Clinch mit ihren Artgenossen. So, was ich am liebsten an diesem Becken mag, ist der Kugelfisch. Soll ich mal holen? Ja, hol den okay, mal. Warte. Also der ist super. Verschiedenes Futter, ein ganzes Gefrierfach. Ich hoffe, der kommt jetzt auch. Das ist Krill, das sind so kleine Krebschen. Spinat. Mutti die Mare. Ja, der Kugelfisch, der frisst am liebsten diese Krabben. Aber ehrlich gesagt, das tut mir auch leid, diese Tiere hier, dass die tot sind. Ne? Aber wie gesagt, die Fische, die fressen halt nichts Veganes. Ne? Man muss denen das geben, aber das nervt mich irgendwie ein bisschen, ehrlich gesagt. Wir essen beide kein Fleisch. Das heißt, wir kochen vegetarisch gemeinsam, was wir sehr gerne machen. Wir sind gerne in der Natur, wir machen Spaziergänge. Mal gucken, ob der Kugelfisch kommt. Der frisst nämlich diese Dinger meistens aus der Hand. Ah, da kommt er ja. Da.
Wobei, da muss man wirklich aufpassen, weil der kann einem auch den Finger abbeißen. Oh, bitte nicht. Da fliegen wir lieber ins münsterländische Telgte zum Traumhaus der Familie Geißler. Hallo, ich bin Nadja. Ich bin Patrick. Und wir zeigen euch heute unser kernsaniertes 70er-Jahre-Haus. Kommt doch gerne mal mit. Von dem leicht zweifelhaften Charme eines 70er-Jahre-Hauses ist hier nichts mehr zu sehen. Mit Liebe zum Detail haben sich Patrick und Nadja mit ihren drei Kindern einen wahren Lebenstraum erfüllt. Wir sind gebürtige Hanseaten und es war immer klar, uns zieht es irgendwann wieder Richtung Norden. Wir waren einige Zeit in Nordbayern und nachdem wir dann dort alle Ausbildungsabschnitte geschafft haben, war uns klar, wir wollen wieder näher zur Familie und haben uns dann entschlossen, letztendlich für Münster oder für das Münsterland, weil wir es hier einfach super schön finden. Mitten in einer beschaulichen Siedlung in der Kleinstadt Telgte haben die Geißlers ihr Projekt verwirklicht. Für uns ist mit der Sanierung und dem Umbau des Hauses wirklich ein Wohntraum in Erfüllung gegangen. Es ist aber auch ein Lebenstraum, weil wir immer wussten, dass wir für unsere Kinder letztendlich das schaffen wollten. Ein gemeinsames Haus, an dem wir uns zusammen weiterentwickeln, wohlfühlen, groß werden. Die Kinder natürlich wenig. Wir werden alt. Sowohl Nadja als auch Patrick arbeiten meist von zu Hause aus. So bleibt ihnen genug Zeit mit den Kindern. Unsere drei Kinder bedeuten uns natürlich alles. Wir lieben unsere Kinder. Jeder für sich hat echt spezielle Eigenschaften. Und das Alter auch, mit 6, 3 und 2 hat alles so seine Phasen und wir haben genug Trubel. Uns war es einfach wichtig für die Kinder, was zu schaffen, wo sie ein schönes Zuhause haben und sich wirklich auch wohlfühlen, Platz haben, entfalten können. Platz haben sie, wenn es auch ein langer Weg war zu ihrem Lebenstraum. Ausgehend vom typischen Klinkerbau der 70er. Dieses Haus war stark sanierungsbedürftig. Also wir haben viele Punkte gehabt, die wir gerne verändern wollten. Was uns aber von Anfang an gut gefallen hat, war der Grundriss. Also ich habe an dem Grundriss per se nicht so wahnsinnig viel ändern müssen, außer ein paar Durchbrüche zu machen oder mal eine Tür zu versetzen. Aber das waren Kleinigkeiten. Der Grundriss war einfach schon so geschnitten, dass ich gesagt habe, da können wir wirklich für uns was Schönes draus machen, haben Platz für alle. Nach wochenlanger Planung beginnen die Bauarbeiten. Das Schöne an einem 70er-Jahre-Haus ist, es sehr gut geschnitten. Die Dämmwerte waren bei uns sehr gut. Wir mussten gar nicht so viel an der Außenhaut machen. Man hat unglaublich viel Stauraum für den ganzen Kindergedönskram, der natürlich da ist. Wir fühlen uns hier in diesem Haus absolut angekommen. Ich habe ewig lange überlegt, weißt du noch, ne, mit dem Tischler, der Vorschläge gemacht hat, was wir mit dem Boden machen können, damit es eine Sauberlaufzone ist und gleichzeitig irgendwie aber auch zum Haus passt. Viele tatsächlich bemerken gleich, wenn sie reinkommen, den Fußboden im Eingangsbereich, weil es ja auch nicht so natürlich ist, dass man einen eigentlichen Straßenbelag oder Wandbelag jetzt in Form von diesen Klinkersteinen auf dem Fußboden im Haus verlegt, sodass das draußen zum Drinnen irgendwie wird. Der Fliesenleger hatte auch angefangen, das Fischgerät in einer anderen Richtung zu verlegen. Ich so, nee, das soll der Fluss ins Haus rein sein, dass man wirklich reingezogen wird durch das Format. Es handelt sich um sogenannte Amsterdamer Riemchenklinker. Die Idee war, eine Sauberlaufzone zu schaffen, die nicht an einen klassischen Flur erinnert. Wobei es wirklich sehr aufwendig war. Es war sehr aufwendig, ja. Wir haben echt gepuzzelt. Aber es hat mega Spaß gemacht. Also ich nicht, ich habe die Kinder besittet und du hast mitgeklebt. Ja, gut, klar. Das war die größte Herausforderung an unserer gesamten Kernsanierung, dass halt doch immer drei kleine Kinder da waren. Aber wir sind mit dem Ergebnis mega zufrieden. Es ist einfach ein wunderbarer Übergang in den Wohnbereich. Ja. Es war alles sehr kalt mit Marmorböden. Sicherlich in den 70er Jahren alles schön gewesen. So wie deine Oma noch so schön sagte, warum nehmt ihr das denn alles raus? Das ist doch super schön. Lasst das doch drin. Vor 50 Jahren war heller Marmor absolut in. Allerdings wirklich einladend wirkt so ein Flur nicht. Dann gehen wir jetzt noch einmal ein bisschen weiter durchs Haus. Was sofort auffällt, hier ist der Holzweg nicht der falsche Weg. In unserem Mietshaus hatten wir ein Wohnzimmer, wo wir einen Spieleteppich hatten. Und der musste unbedingt wieder einen Platz finden. Und dieser Bereich war damals, als wir hier reinkamen, unglaublich kalt, ungenutzt. So ein Flur hat einfach nichts Persönliches.
bis Nadja eingeschritten ist. Ich habe einfach ein Herz für Dinge, die Geschichte haben. Und ich habe diesen kleinen Bauernhof auf dem Sperrmüll gesehen und dachte, das geht gar nicht. Der muss mit. Holz ist bei uns allgemein einfach ein großes Thema im Haus. Durch das viele offenporige, auch kaum behandelte natürliche Holz, also unsere Türen sind derzeit auch wirklich roh, da ist kein Lack drauf, gar nichts. Dadurch haben wir einen starken Holzgeruch im Haus. Es ist gemütlich vom Geruch her. Tatsächlich vermittelt gerade Kiefernduft eine sowohl frische als auch wohnliche Atmosphäre. Wir haben bei unserem Projekt eine gute Aufgabenteilung letztendlich zwangsweise gehabt. Ja. Denn Nadja als studierte Innenarchitektin, Interior Designerin und ich als studierter BWLer mit Schwerpunkt Steuern, hatte die Zahlen im Blick. Nadja hat das Konzept, die Ideen und ich hatte die Zahlen und die Budgetierung im Hintergrund. Ein Glücksfall, weil ich wirklich mich verwirklichen konnte mit dem, was ich so gelernt habe und was ich mir vorgestellt habe. Und dadurch hat sich wirklich auch ein Haus ergeben, was uns absolut widerspiegelt und wo wir wiederzuerkennen sind. In Langenfeld bei Patrick, Lina und Söhnchen Valentin wartet der Kugelfisch auf Schalentier und Finger. Da muss man wirklich aufpassen, der kann einem auch den Finger abbeißen. Heute begnügt sich der Kugelfisch mit Frutti de Mare. Die anderen, meist Doktorfische, stehen nicht auf seiner Speisekarte. Dann haben wir hier noch eine interessante Sache, diesen großen Gelbflossen-Doktorfisch. Der ist mir damals als eine andere Art verkauft worden. Die sehen fast gleich aus. Und der wurde immer größer und ist jetzt ist der größte Doktorfisch, den es in den Meeren so gibt. Bis zu 60 cm wird der Gelbflossen-Doktorfisch groß und braucht deshalb viel Platz. Ganz so toll, ne? Ja. Wir haben ein Kind zusammen, der heißt Valentin Memphis Sterling Rosche. Valentin hat Patricks Leben verändert. Der Kleine setzt neue Prioritäten. Das Kind ist einfach das Ein und Alles. Ne? Also der ist so süß, der junge Mann. Also ich bin richtig stolz auf den. Ne? Und die Lina hat ja den größten Teil der Erziehung Respekt, weil das ist wirklich eine Menge Arbeit. Eine wunderschöne Sache für mich ist auch zu sehen, wie Valentin vor dem Aquarium sitzt und der kleine Mann so begeistert ist, mit den großen Augen dann da drauf schaut. Ja, ich mag besonders an Aquarien, dass ich die Landschaft so nah wie möglich an der Natur nachbaue. So ein typisches Bild, wie es in Hawaii in der Brandungszone sein könnte. Das fasziniert mich daran, ne? Faszinierend ist es, stimmt. Aber mal was ganz anderes. Irgendwie kommt uns Patrick bekannt vor. Ich arbeite für mehrere Agenturen und auch selbstständig als Doppelgänger von Johnny Depp und Jack Sparrow. Der Mythos Pirat an sich ist schon sehr spannend und faszinierend. Dann noch die Kombination mit der See. Da ich ja auch wasserorientiert bin in meinen Aquarien, muss ich sagen, es ist so eine Kombi, die irgendwo damit was zu tun hat. Die Ähnlichkeit ist verblüffend und lukrativ. Allerdings für Patrick nur ein Hobby neben seinem wahren Hobby. Da haben wir noch seltene kleine Riffbarsche, die schwarzen mit den weißen Punkten. Die gibt es nur in Hawaii. Und bei Patrick Schramm. Übrigens keine besonders geselligen Tiere. Sind aber aggressiv, da muss man aufpassen. Bei kleinen Becken greifen die gerne auch ihre Artgenossen sowieso und auch andere Fische an. Hier sind circa 80 Fische drin, würde ich sagen. 80 Fische. Und vor dem Aquarium Partnerin Lina. Ja, wir kennen uns mittlerweile 4 Jahre und ich konnte natürlich hier auch den Aufbau des großen Aquariums mitbekommen und habe gemerkt, dass sein größter Traum in Erfüllung gegangen ist. Und das ist natürlich schön mit anzusehen. Und ja, wenn man seinen Partner liebt, dann muss man ihm natürlich unterstützen und schätzen, dass er so ein verrücktes Hobby hat. Und da drüben, da habe ich noch was anderes. Geh mal hin. Sag nicht noch ein Aquarium. Doch, natürlich. Und wir reisen mal eben von Hawaii nach Australien. Hier habe ich noch mein australisches Becken. Auch hier das wieder ein reines Fischbecken. Hier sind 13 Fische drin.
Der Kragenkaiser, der ist was Besonderes. Hier, das Aquam hat die Maße 2,20 Meter, 2,10 Meter tief und 1,20 Meter hoch. In 6000 Litern Salzwasser tummeln sich hauptsächlich Kaiserfische. Das tun sie stressfrei, weil es eben nur 13 Fische sind. Was für mich wichtig ist, dass die Fische in großen Becken sind und relativ klein sind, sodass sie artgerecht sich wohlfühlen. Man muss Fische mögen, sonst wird's nichts. Lina mag Fische. Und Patrick. Trotz seines verrückten Hobbys. Interessant an dem Aquam, das ist damals mit dem Kran als Ganzes hier reingebracht worden. Das hat man dann auch mit, ich glaube, 10 Leuten hier reingeschoben auf so Rollen. Und es hat nicht ganz gepasst. Da musste man hier noch was abschneiden am Ende. Während das andere Aquam, was wir eben gesehen haben, das wurde in einzelnen Scheiben gebracht. Da wiegt übrigens eine Scheibe fast eine Tonne. Die musste mit einem Kran in den Garten gehoben und von dort aus von 10 Leuten Zentimeter für Zentimeter ins Haus geschoben werden. Eine schwere und zugleich filigrane Aufgabe. Es war auch sehr frustrierend für dich, weil vieles auch nicht gut gelaufen ist. Klar. Also es war ein Auf und Ab der Jahre, die man hier miterlebt hat. Und ja, es ist ja nicht ohne. Das sollte man nicht unterschätzen. Von der Planung bis zum Aufbau des großen Aquariums gingen 2 Jahre ins Land. Das Haus war eine einzige Baustelle mit einem riesigen Loch in der Mitte. Schlimmer noch, Patrick wurde von der ersten Baufirma hinters Licht geführt. Das ganze Unterfangen war mit vielen Problemen behaftet. Ich bin anfänglich von einer Firma betrogen worden, wo ich eine Anzahlung von 47.000 Euro geleistet hatte. Ich habe bis heute von dieser Firma nichts bekommen. Allerdings habe ich insgesamt 2 Jahre hier eine Baustelle gehabt, wo hier ein Loch war. Lange Zeit hoffte er, dass die versprochenen und von ihm bereits bezahlten Leistungen auch wirklich erbracht werden. Aber für seinen Lebenstraum nahm er vieles in Kauf. Patrick beauftragte also eine neue Firma. Leider kam nun zu allem Unglück auch noch Pech dazu. Beim ersten Versuch ist auch eine Scheibe geplatzt. Die stand dann 2,5 Monate draußen vor dem Haus. Und nach 3 Monaten kam dann noch mal eine Scheibe. Und dann war das Aquarium dann irgendwann fertig. Patrick beschränkt sich aber nicht darauf, die Fische durch eine Scheibe anzuschauen. Immer mal wieder geht er selbst auf Tauchstation. Das sind Bilder, die habe ich in Florida gemacht, beim Tauchen. Bei der Morena ist interessant, da kann ich mich erinnern, da war ich so nah dran, würde ich sagen. Und die ist, ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, aber bestimmt von hier bis zu der Wand, 1,50 oder in dem Bereich. Die hatte so einen Kopf. In Telch der beiden Geißlers kommen wir nun vom Flur in bewohntes Gelände. Hier sind wir in unserem Wohnbereich. Hinter dem eine ganze Menge Arbeit steckt. Das Jahr haben wir uns nicht viel gesehen. Einer hat immer die Kinder gehabt. Und meistens war meine Frau dann hier auf der Baustelle. Ich war jeden Tag hier. Von morgens bis abends. Unser jüngster Sohn ist hier aufgewachsen. Ich war hochschwanger, als wir das Haus gekauft haben. Er war 3 Monate vorher zur Welt gekommen, als die Sanierung angefangen hat. Ja, und dann habe ich auch teilweise so manch einen Handwerkertermin, Besprechungstermin mit 3 Kindern auf der Baustelle gemacht. In 6 Monaten Bauzeit sind wir durchgekommen. Also wir haben wirklich eine Kernsanierung innerhalb von 6 Monaten gestemmt, was irre ist. Also kann ich auch im Nachhinein, ohne uns selbst loben zu wollen, war das wirklich eine Leistung. Ich hätte das für mich selbst niemals realisieren können. Den Abend, bevor wir das Haus gekauft haben, habe ich zu euch ja klar gesagt, kannst du dir das vorstellen? Wenn ja, dann machen wir das, ansonsten nein. Denn das ganze Ding auf Vordermann zu bringen, braucht eine große Vorstellungsgabe, die sie hat. Ich selbst und viele andere haben die nicht. Für den Wohnbereich, bestehend aus Wohnzimmer, Esszimmer und offener Küche, wurden 2 große Durchbrüche gemacht. Dazu wurde ein komplett neuer Boden verlegt. Hier sind wir jetzt auch im Essbereich, der ja nahtlos jetzt ans Wohnzimmer anschließt. Eine lichtdurchflutete Oase, wobei die einzelnen Wohnbereiche nur durch die Anordnung der Möbel getrennt sind. Eine
Besonderheit sind bei uns hier auch die dänischen Fenster, die ja im ganzen Haus einmal eingesetzt wurden. Wir haben an dem Fenster am Esstisch ansonsten nichts von der Größe verändert. Obwohl sie in den weißen Rahmen größer wirken. Das Schöne ist, man kann sie nach außen öffnen mit dem kleinen Häkchen und hat eine nicht nur besonders freundliche Geste, wie ich finde, weil die Fenster ja auch irgendwo die Augen des Hauses sind, sondern dass wir auch die Möglichkeit haben zu dekorieren, ohne alles wegräumen zu müssen, wenn man mal lüften will, weil ich bin da auch ein bisschen faul, muss ich sagen. Das mit der Faulheit glauben wir nicht. Bei so viel Liebe zum Detail. Hier vorhängt unser Evergreen-Regal, was man immer wieder schön kombinieren kann, wo Spielsachen der Kinder drin verschwinden, nah am Esstisch, wenn man jetzt hier malt oder bastelt oder puzzelt. Und auch eine schöne Präsentationsfläche für Bilder oder eben ein bisschen Dekoration. Noch ein schönes Hochzeitsbild, hat meine Schwester damals gemacht. Ein außergewöhnliches Bild. Passt zu den beiden. Kennengelernt haben wir zwei uns tatsächlich schon vor sehr langer Zeit. Ich war damals 14. Ich war gerade 16 geworden. Ja. 2004 ist das inzwischen 18 Jahre her. Man war halt wirklich noch Jugendlicher einfach. Ne? Das hat dazu geführt, dass sich das irgendwie über die Jahre total toll ergänzt hat und wir irgendwie zusammen groß geworden sind. Hier ist unsere Wohnküche, kann man sie nennen. Eine offene Küche mit Kochinsel im Zentrum. Ehemals war an dieser Stelle eine Tür auch zur Terrasse. Die musste leider weichen, weil wir sonst die Abstände der Küche nicht hätten realisieren können. Weil an dieser Stelle keine Küche war, mussten alle Installationen neu verlegt werden. Dazu sollte es eine Arbeitsplatte aus Jurastein geben. Aber da hat das Budget nicht mehr mitgespielt. In unserer Küche noch besonders, würde ich behaupten, ist unser Wasserhahn aus Messing, aber ohne Beschichtung, sodass er mit der Zeit durch das Leben im Haus, durch Wasserflecken, durch Seife und Rückstände eine natürliche Patina bekommt. Und dieser Wasserhahn erzählt quasi eine Geschichte. Und das finde ich schön. Er erzählt so, wie wir hier leben und ihn nutzen. Und freue mich sehr, dass er hier eingezogen ist. Für mich ist die Verarbeitung oder das Leben mit natürlichen und echten Materialien unfassbar entscheidend, weil ich das Gefühl habe, dass diese Materialien mit einem mitleben und in Würde altern. Eine Patina bekommen, die sie auch bekommen dürfen, so wie Menschen auch ihre Schönheitsflecken und Falten kriegen dürfen, weil sie davon erzählen, ja, wie viel Leben und Liebe stattgefunden hat. Und da kann leider eine Spanplatte nicht mithalten. Wie unser schöner Massivholzdielenboden. Die erste Delle tat weh, die zweite auch noch. Und jetzt sind es einfach Dellen, die das Leben schreibt. Und das ist schön. In Langenfeld betreten wir nun mit Lina und Patrick das Allerheiligste. Das Schlafzimmer im oberen Stockwerk. Zugleich die Heimat eines Kinohelden. Also das hier ist mein absolutes Lieblingsaquarium. Das sieht so toll aus, so schön bunt. Und irgendwo ist hier auch mein Lieblingsfisch. Und da, zwar der Nemo, ne? Da drin. Das ist der Nemo. Nemo, der weltberühmte Clownfisch. Wie im Meer sucht der Kleine den Schutz der Anemonen. Wenn ich den Nemo natürlich da drin sehe, habe ich total das Verlangen, den zu beobachten. Ja, was macht der denn da? Und mein absoluter Lieblingsfisch, wie Patrick schon gesagt hat. Und ja, ich finde es toll. Ja, das Schöne ist auch eigentlich, dass dich die Geräuschkulisse nicht stört. Ne? Also normalerweise, wenn jetzt jemand die Geräusche nicht gewohnt ist, denkt der Mensch, was ist mit den Pumpen und mit dies und jenes? Und du hast überhaupt keine Probleme damit. Ja, tatsächlich. Also das stört mich überhaupt nicht. Tatsächlich müssen die Pumpen der Aquarien pausenlos laufen. Geräusche vergleichbar mit relativ leisen Klimaanlagen. Bevor man schlafen geht, kann man sich da hinsetzen, kann man noch ein bisschen aufs Aquarium schauen und einfach auch ein bisschen genießen. Ich meine, der Fernseher hängt da zwar, aber man braucht den gar nicht, weil das Highlight ist hier. Genau.
Habe ich hier noch ein Bild, das habe ich ja damals auch auf so einer Tauchfahrt, kann ich mich erinnern, bei Key Largo habe ich das beim Sonnenuntergang gemacht, so vom Boot aus. Das war auch schön, aber Nachttauchgang habe ich da gemacht. Ich weiß, dass diese Anzahl der Aquarien und auch diese Typen der Aquarien schon irgendwo verrückt ist. Aber für mich ist das meine Leidenschaft und das ist für mich das Wichtigste. Und ich kann eigentlich sagen, dass ich hier wirklich keine hochwertigen Sachen habe. Das ist mir in dem Bereich nicht wichtig. Auch was Kleidung angeht oder Uhren oder sonstiges, ist für mich nicht wichtig. Ne? Aquarien möchte ich genauso haben, wie ich es mir vorstelle. Ja, wer jetzt denkt, das war alles, der hat sich... Es geht weiter. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Es geht weiter. Und da müssen wir hier lang. Mir nach, bitte. So, dann wollte ich euch mal meinen Garten zeigen. Neben den Fischen leben mit Simbala, Bab und Gina noch drei Hunde im Haus. Und draußen im Garten ist Platz für jede Menge andere Viecher. Im Grunde genommen ist der ganze Garten ist ein Naturgarten. Alles Naturbasis, Insekten, ich habe hier seltene Vögel, Amphibien, die von alleine kommen. Und das ist so meine Leidenschaft. Ich habe auch hier so Wege betonieren lassen. Das ist ein Rundgang, der geht also überall, gehen die Wege hier lang. Und wir können ja mal hier durch. Und ich bin da so ein bisschen wie so ein Messi. Ich schneide das nicht ab, weil ich sehe, dass diese Pflanze noch blüht. Wenn es dann verwelkt ist, dann würde ich das hier alles so abschneiden, dass man wieder besser lang gehen kann. Aber im Moment habe ich mir gedacht, dann lässt du das noch. Weil gerade hier an dem Baum, da sind ganz viele Tiere immer dran. Ist guter Sport, ne? Bisschen bücken, bisschen hoch, gut für die Gelenke. Auch in Telchte geht es Richtung Garten. Ein kurzer Blick noch ins untere Badezimmer. Dann raus auf die Terrasse. Hier sind wir nun auf unserer noch nicht fertigen Terrasse, wobei wir schon wirklich schöne Ecken geschaffen haben. Wieder spielt Holz die dominierende Rolle. Und genutzt wird, was andere liegen lassen. Diese Terrasse ist aus Eiche gebaut von unserem Haus- und Hoftischler, der dieses Holz von einem Bauern hier aus dem Münsterland bekommen hat. Ja, 40 Jahre lang lag es da in einer Scheune. Und jetzt liegt es hier bei uns auf dem Boden und wurde auch zu dieser sehr schönen Pergola verbaut. Wir haben auch wirklich nachhaltig gedacht und alles genutzt, was man nutzen konnte am Holz. Also wir haben kaum Verschnitt gehabt. Das sieht man, wenn man sich jetzt den Boden mal genau anguckt. Vielleicht fällt es einem so gar nicht auf. Es sind fallende Breiten, nennt man das. Das bedeutet unterschiedliche Breiten, so dass wir wirklich aus dem Stamm alles entnommen haben, was man nehmen konnte. Es ist auch eine Notwendigkeit unserer Zeit, dass wir mit natürlichen Materialien arbeiten und diese in der Form nutzen müssen, wie es irgendwie geht. Und das ist ein Ansatz, den versuche ich auch wirklich in die Welt zu tragen. Hier sehen wir auch unsere Kalkschlämme an der Wand, die einmal komplett auf das gesamte Gebäude, auf die Backsteine aufgetragen wurde. Diese Schlämme ist ein reiner Kalk, der auch im Naturton belassen wurde. Man könnte ihn auch einfärben und pigmentieren. Wir haben ihn aber in dem Naturton gelassen. Ich lebe sehr gerne mit natürlichen Erdtönen. Und so hat sich so ein, ja, wenn ich es jetzt in einen Stil packen müsste, wäre das was mediterran, skandinavisch, ethno. So könnte man es vielleicht verbinden. Einen Baum haben wir bereits schon gepflanzt. Der war uns sehr wichtig, dass hier auch ein bisschen Schatten bei uns am Wohnzimmer ist. Das ist ein Lebkuchenbaum. Der wird im Herbst, wenn er die Blätter verliert, die auch unglaublich schön bunt werden im Herbst, dann riecht es nach Lebkuchen im Garten. Was kann man Schöneres haben als ein Baum, der nach Gebäck riecht? Noch ist der Garten eine halbe Baustelle. Früher gab es einen Rasen, Hecken, ein Gartenhaus im Alpenstyle und eine betonierte Abstellfläche. Wir haben auch vor, aus dem Garten einen naturnahen Garten zu machen. Sieht man vielleicht schon mal hier oben auf unserem entstandenen Hügel. Hier summt und brummt es tatsächlich seither jetzt so viel mehr. Das ist allein nur diese anderthalb Quadratmeter haben uns Hummeln und Bienen beschaffen können, die hier sonst den Garten immer gemieden haben. Eine Blumenkräuterwiese und Obstbäume werden den Garten nicht nur für Insekten attraktiver machen. Im Haus geht es eine Etage höher.
Wie der Flur im Eingangsbereich war das Treppenhaus ein Paradies aus Marmor und Stahl. Grundsätzlich waren erstmal 2-3 Wochen eigentlich nur die Abrissfirma vor Ort, um wirklich unendlich viele Container mit Schutt hier rauszuholen. Unendlich viele, 30, 40 Stück waren es im Endeffekt, glaube ich. Vorher hatten wir eine kleine Willkommensfeier gemacht mit den Nachbarn, um alle gut zu stimmen, dass es jetzt kräftig laut wird. Ja, das war, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Der Flur im ersten Stock wurde zu einem eigenständigen Aufenthaltsraum. Durch ein Dachfenster über der Galerie haben sie eine zusätzliche Lichtquelle geschaffen. Hinter uns liegt jetzt das Badezimmer. Das war tatsächlich recht typisch, so wie man es aus den 70er Jahren kennt. Die Farben, die da vorherrschend waren, braun, grün, waren so die Klassiker der Bäder, wo auch meistens die Keramiken sich angeschlossen haben, farblich. Es musste einmal vom Kern auf neu gemacht werden. Der Albtraum aus grün und braun, nun in neuem Gewand. Hier im oberen Badezimmer haben wir unseren Traum verwirklicht. Wir zwei hätten, gäbe es die Kinder nicht, keine Badewanne im Haus. Viel wichtiger war uns tatsächlich eine Doppeldusche. Tolle Idee. Ansonsten gilt, weniger ist mehr. Die Armaturen aufs Wesentliche reduziert. Hier sind die Materialien uns wieder sehr wichtig gewesen. Es sollte alles natürlich sein und echt. Wir haben mit Naturstein gearbeitet, einem Travertin. Und ansonsten auf alle möglichen Fliesen, wo sie nicht notwendig waren, verzichtet. Tatsächlich nur mit Kalkputz wieder gearbeitet und Silikatfarben. Die Entscheidung für Kalkputz gegen wieder einen Gipsputz war der positive Aspekt fürs Raumklima. Wenn wir atmen, so viel Feuchtigkeit, die wir Menschen abgeben, wird von solchen Putzen viel besser aufgenommen und wieder peu à peu abgegeben. Hätte ich da jetzt eine Dispersionsfarbe drauf gestrichen, hätte ich den gesamten Effekt des Kalkputzes zunichte gemacht. Bei den Fischen Lina, Patrick und Valentin plus Hund geht es nochmal in den Garten. Wir haben hier jede Menge Wasserlinsen. Das ist ganz schön, wenn da ein bisschen von da sind auf so einem Teich. Aber leider Gottes, die vermehren sich so stark, dass sie die ganze Oberfläche zumachen und dass kein Licht mehr reinkommt. Ja. Das muss man also ein bisschen immer wegmachen. Die Teiche haben keine Fische, damit auch die Molche und die Frösche ihren Laich ablegen können, der dann nicht gefressen wird. Für Patrick gilt bei all seinen Projekten, er will möglichst naturnahe Räume schaffen. Der Garten, auch wenn er für den Laien jetzt als Wucherung aussieht und als unorganisiert, muss ich sagen, ist da schon in meinen Augen ein System dahinter. Zum Beispiel fressen viele Raupen von Schmetterlingen Brennnesseln. Deswegen habe ich auch hier Brennnessel stehen. Ich sehe natürlich die Gefahr fürs Kind, ne? Dornen, Brennnessel. Eine Mutter denkt anders. Aber ja, es ist sein Garten und das muss man akzeptieren und da muss man halt aufpassen. Tja, Brennnesseln brennen, Dornen stechen, ist so. Und drinnen noch mehr Fische. Diesmal in heißer Nachbarschaft. In dem Saunabereich habe ich zwei Aquarien. Einmal das 600 Liter Karibikbecken mit echten Korallen. Es sind überwiegend pflegeleichte Weichkorallen. Sie können Nitrat und Phosphat im Wasser relativ gut vertragen. Für mich ist der Saunabereich eine kleine Oase. Nach einem anstrengenden Tag mit Valentin sage ich dann abends mal, komm bitte, mach mir mal die Sauna an. Und dann gehe ich da rein, schaue mir die Fische an und entspanne einfach. Und dann habe ich wieder Energie für ein schreiendes Kind. Hier in dem Aquarium habe ich hauptsächlich kleine Fische drin. 8 Stück, meine ich, wären es. Und hier sind auch ein Pärchen Gramma de Jongi drin. Und der größte Exporteur von marinem Leben nennt sich de Jong. Der ist in Holland. Ne, die verkaufen also Korallen und auch Fische. Und der ist nach dem benannt worden, weil er den entdeckt hat. Glück für den Fisch, dass er so klein ist. De Jong verkauft hauptsächlich Speisefische. Ich würde mich schon trauen, dieses Aquarium zu reinigen, aber ich würde es wahrscheinlich nicht so hinkriegen wie Patrick. Patrick weiß, wo was steht. Wenn mir als Laie irgendwie eine Koralle umfallen würde, dann
würde ich das gar nicht erkennen. Dann würde ich wahrscheinlich denken, ja, das war so. Offenbar ein Wunderpunkt. Patrick und seine Lina im großen Becken. Meerjungfrau. Ich glaube, das ist nur seine Fantasie, dass ich da reinsteige in Meerjungfrau-Kostüm und da rumschwimme. Nee, die Fische kennen dich besser und ich überlasse dir das. Tatsächlich taucht Patrick dreimal im Jahr ab. Nadja Geislers Liebe zu den kleinen Dingen mit Geschichte ist im ganzen Haus Thema. Das ist so ein bisschen unsere Fundsachen-Ecke. Für mich bedeutet dieser Setzkasten so ein bisschen einen kleinen Überblick über unser Leben. Jedes kleine Stück steht für eine Erinnerung. Das ist hier tatsächlich auch ganz süß. Eine Scherbe, die von unserem Ort ist, wo wir unseren Polterabend gemacht haben. Und ein Jahr später haben wir dann nochmal Urlaub gemacht und in den Fugen vom Pflaster noch eine Scherbe unseres Porzellans. Und ich glaube, das ist eine Müslischale meiner Eltern gewesen. Die habe ich da wiedergefunden. Die haben die wohl nicht rausgefegt gekriegt. Und ja, jetzt ist sie hier. Ich mache gerne was aus Dingen, die ich einfach so finde. Die haben für mich einen unglaublichen sentimentalen Wert, weil ich damit viel verbinde. Und das ist nicht nur dann der Setzkasten, in dem man die Dinge einfach nur bestücken und hinstellen kann, sondern eben ein Mobile ist für mich etwas, was einfach eine Ästhetik hat. Und dadurch, dass das Haus dadurch schöner wird oder auch der Garten und es im Wind dann draußen ein bisschen an der Terrasse weht, denke ich so ein bisschen an diese Orte zurück. Gehen wir jetzt noch einmal ins Kinderzimmer von unserem Größten. Der Größte ist gerade mal 6 Jahre alt und seit kurzem Schulkind. Hier im Kinderzimmer haben wir das Thema Holz natürlich auch wieder durchgezogen. Also findet sich immer wieder und bietet immer wieder viel Stauraum für das Kinderspielzeug, das mannigfaltige. Dieses kleine Schätzchen hier ist ein Fund von mir aus einem Trödelladen. Ob das aber ein Schätzchen ist, darüber streiten sich bis heute die Geister. Ich bin da wahrscheinlich nicht im Recht, aber ich habe da heute noch so meine Probleme mit. Patrick hält sich ja relativ viel immer zurück, wenn es um die Gestaltung geht. Und er hat aber immer sein Vetorecht. Und sein Vetorecht ist dann, wenn ihm wirklich was gar nicht zusagt. Und dieser Schrank durfte auf gar keinen Fall im Schlafzimmer landen. Ich finde diesen Spindschrank ziemlich cool. Ich mag die Farbe, ich mag die Patina. Uneinigkeiten gibt es wenige. In Bezug auf das Haus gab es ein paar grundlegende Themen, die meistens Wunsch und Budget betrafen. Letztendlich der war immer der Kollisionsfaktor. Ja. Und ansonsten haben wir uns da gegenseitig in unseren Bereichen die Hand offen gelassen und arbeiten lassen. Das war auch gut so. Die Herangehensweise hat sich bewährt. Das Bett, das ist so ein Element, was mir jetzt auch sehr wichtig ist in dem Raum. Wir haben 2 Ebenen, eine große Kuschelwiese unten drunter. Es ist ein Bestandsbett, was ich umgebaut habe, zusammen mit meinem Vater. Ich bin der musikalische Part bei uns. Nachdem ich selbst einen Vater habe, der Profimusiker ist, versuche ich das irgendwie bei uns fortzuführen. Und so hat auch jedes Kind zumindest mal schon mal seine Ukulele. Und wir versuchen auch andere Instrumente bei uns einzuführen. Wenn ich die Zeit habe, und ja, das ist, wenn die Kinder mal Fernsehen gucken dürfen oder wenn ich einfach mal gerade 5 Minuten nicht gefordert werde irgendwo, dann setze ich mich mal hin und versuche irgendwie mit dem Hobby voranzukommen, was dazu zu lernen oder einfach Bestehendes zu verinnerlichen. Wenn wir hier ins Schlafzimmer gehen, sehen wir auch hier wieder ganz viel Holz. Hier haben wir eine der größten Veränderungen letztendlich geschaffen im Vergleich zu früher, weil wir diesen Balken gefunden haben. Der Balken kam beim Abriss der Dachschrägenverkleidung zutage. Sie haben ihn abgeflext, abgeschliffen, mit Bienenwachs geölt und mitten ins Schlafzimmer verpflanzt. Im Schlafzimmer haben wir einen Glücksfund gehabt. Ja, einer der Glücksfunde, die du dir erhofft hattest. Ja. Den Balken, der ohne Tragfunktion letztendlich ist. Die Blickachse ist so anders geworden dadurch, dass man jetzt durch den Raum vollständig gucken kann. Das ist ganz toll. Also es ist ein sehr luxuriöses Schlafzimmer geworden, wo wir sehr glücklich mit sind. Tatsächlich wirkt der Balken wie ein Raumteiler. Aus dem Schlafzimmer wird eine heimelige Kammer.
ein Sperrmüllfund. Das musst du sofort mit, auch wenn es vielleicht ein, zwei Macken hat. Aber so ein Schätzchen aus dem Mid-Century, aus der Stilepoche. Also ich bin da sehr stolz auf sowas zu finden. Das ist nicht so häufig. Und hier in Techte hat es dann tatsächlich funktioniert. Ich konnte mich ja nie mit diesen Möbeln anfreunden. Aber so langsam geht es dann auch. Ja, du hast es immer als Honecker-Stil bezeichnet, ne? Ich finde es sehr DDR-Stil, aber ohne Vorurteile zu haben. Ja, und hier drauf steht tatsächlich, wenn man sich jetzt fragen mag, was das hier ist, eine kleine Box. Eine Belohnungsbox. Eine Belohnungsbox für unsere Kids, damit sie versuchen, zu zweit im Zimmer drüben einzuschlafen, ohne uns die ganze Zeit. Mag man jetzt drüber streiten, ob das erziehungstechnisch das Sinnvollste ist oder nicht. Aber wir haben uns dafür entschieden, dass wir vielleicht das als Anreiz schaffen. Und wenn man es dann nach 5 Malen geschafft hat, dann gibt es auch was richtig Schönes. Und dann sind wir auch schon einmal im Kino gewesen. Also hat funktioniert. Und sie lernen auch das Sparen. Das ist auch sehr schön. Sparen ist auch bei der Kernsanierung ein wichtiger Aspekt. Finanziell war das ein Kraftakt, wie bei jedem anderen auch. Natürlich haben wir Abstriche gemacht und für uns war klar, wir machen dieses Projekt und dann geht da auch alles rein, im Geistigen, im Körperlichen und auch im Finanziellen. Unser Lebenstraum ist tatsächlich immer noch ständig im Wandel. Also einfach die Tatsache, dass wirklich noch ein paar größere Baustellen da sind. Also wir haben den Garten und den ganzen Außenbereich noch lange, will ich mal sagen, nicht fertig. Der Lebenstraum ist sowieso ständig im Wandel, weil das Leben im Wandel ist. Ja. Wir haben 3 pubertierende Kinder in den nächsten 10 Jahren vor uns. Da wird es noch genug Dinge geben, die Wandel bedingen. Vielleicht gibt es auch mal irgendwann eine Abrissparty hier und wir müssen eh wieder von vorne aufbauen, wer weiß. Damit können sich die Geißlers Zeit lassen. Es ist schön, so wie es ist. In Langenfeld bereitet sich Patrick Schramm auf den Tauchgang im 24.000-Liter-Aquarium vor. Im Neoprenanzug mit Schnorchel geht es auf Putztour. Das Tauchen in meinem Aquarium oder auch in dem anderen 6.000-Liter-Becken, das ist nur Mittel zum Zweck. Weil man muss auch darauf achten, dass man die Haare gewaschen hat, keine Fette an der Haut hat. Und für die Fische ist das eher Stress als Freude. Deswegen gehe ich da nur rein, wenn ich absolut muss. Also wichtig ist, dass man sich hier am Rahmen abstützt. Das ist immer wichtig beim Aquarium. Und dass man auch keine Lampen hier ins Wasser fördert. Für Lina immer wieder ein Highlight, wenn der Partner abtaucht. In diesem Haus wird es nicht langweilig. Wir haben hier sogar schöne menschliche Fische. Ein Exemplar aus der Gattung der Putzerfische. Patrick nimmt seine Aufgabe ernst. Zentimeter für Zentimeter kratzt er den Schmutz von der Scheibe. Selbst den Sand am Beckenboden bringt er eigenfüßig wieder in Form. Ein ebenso seltenes wie schönes Schauspiel. Schon eine große Liebe, die Patrick hier für seine Tiere empfindet. Das ist seine Leidenschaft und ja, wer sowas macht, der liebt es. Ja, Leute, damit ist die Wartungsarbeit erledigt, ne? Ab in die warme Badewanne, ne? In die Sauna. Die Sauna, genau. Und jetzt ist auch mal Schluss, so muss es reichen. Natürlich kann man immer noch mehr und größer, aber ja, das wäre dann nicht richtig. Ne? Man muss sehr dankbar und zufrieden sein, dass es so ist, wie es ist. Patrick hat sich seinen Lebenstraum erfüllt und uns einen faszinierenden Einblick in seine bunte Welt ermöglicht. Schön, dass ihr heute da wart. Ich hoffe, unsere kleine Unterwasserwelt hat euch gefallen. Ja, danke auch von mir. Super Tag. Bis dahin. Ciao. Tschüss.